Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge FIFA 20 Werder Bremen Karriere hier bei Fini Zockt. So, wir haben eine Pressekonferenz. Ich fange komischerweise mit einem So an, aber Gracias por su paciencia. En ja. unos momentos pasaremos a las preguntas. Wir machen erst das Interview, dann rede ich weiter. Blabla, Spanisch, okay. Was ich sagen wollte, genau. Es ist 2 Wochen her, dass ich das letzte Mal aufgenommen habe. Ich habe keine Ahnung mehr, was, wie, wo, wer, wann. An was ich mich aber noch erinnern kann, ist die lange Ladezeit hier. Ich weiß gar nicht warum. Ich glaube, ich wiederhole mich aber auch jedes Mal an jeder Folge. Und nein, ich aktualisiere jetzt nicht die Anwendung, denn ich spiele nicht online. Sie versuchen es doch immer wieder. Okay, wir gehen rein mit Werder in Schwarz gegen Valencia in Weiß. Und wir müssen ein wenig durchwechseln, denn so wie das jetzt gerade läuft, können wir nicht antreten. Der Eggestein hier wird ausgetauscht gegen einen Kevin Möwald. Dann brauche ich noch einen linken Flügel. Okay, ich glaube, da setzen wir am besten. Ja gut, da setzen wir da hin. Das ist jetzt wieder die große Preisfrage. Also der Mistfüllkrug ist nämlich auch nicht verfügbar, aber den können wir schon mal verglasen hier reinsetzen. Nani wird ausgetauscht gegen Harnik. Pavlenka. Oh, Schande. Haben wir einen Ersatztorwart? Lokman. Ja gut. Zwangsläufig. Okay, noch irgendjemanden? Oh ja, Augustin Zam. Ei, ei. Der muss auch flott raus. Er spielt heute als Linksverteidiger. Haben wir noch einen Linksverteidiger? Natürlich nicht. Dann spielt er heute Friedel. Weiß, macht keinen Sinn, aber muss jetzt einfach. Philipp noch hierher, Nani von der Bank runter. Für den darf heute mit, wer geht denn mit? Luca Ihorst, noch jemanden, der von der Bank müsste. Ja, Osako eigentlich, aber gegen wen soll ich den jetzt bitte austauschen? Ja, wir nehmen mal Goller. Okay, das ist dann eine ziemlich umgestellte Mannschaft hier gegen Valencia. Heißt, es wird ein schweres Spiel. Aber wir gucken mal. Lass uns das nicht aus den Fugen gerät. Okay, Training. Erziele möglichst viele Tore. Ja, das machen wir gerade mal. Das war allerdings ein ganz schön mieser Schuss. Okay. Oh, wow, da haben wir haben müssen. Das war, naja, Käse. So, machen wir den nochmal. Machen wir nochmal so. Jawohl. Gnadenlos, okay. Aha. Schade, schade. Okay, nochmal versuchen. Jetzt aber. Ah, Jasper Cillessen. Es ist ja echt eine Katastrophe. Das war. Dazu sei jetzt lieber gar nichts. Ach, come on. Und so, da war aber auch wieder hart an der Grenze. Der geht nicht drüber. Oh doch, der geht zu weit drüber. Naja. Und das war ein kläglicher Versuch. Okay, rein in die Partie. Da kennt jetzt mal keine Gnade. Und die Hymne erscheint. Erschallt. Im Estadio Mestalla, der FC Valencia. Gegen Werder Bremen, Wolfuß und Frank Buschmann, werden die Kommentatoren. Heute bin ich's. Müsst ihr leider mit mir vorlieb nehmen. Aber das dürfte ja alles bekannt sein.
Wir überspringen den ganzen Klamauk. Ich will spielen. Los geht's. Rein in die Partie. Keine Gnade. Lautet das Motto. Und das war, naja, gute Idee, aber eine ganz miese Ausführung. Daniel Bass gegen Harnik. Friedl am Verteidigen. Und Valencia das erste Mal durch, aber Blockmann muss gar nicht erst eingreifen. Da hat jemand wohl was drüber gesetzt. Hm? Okay. Friedl, eigentlich ja Innenverteidiger, spielt heute außen. Steilpass auf Martin Harnik, der kann laufen. Auf Claudio Pizarro. Pizarro! Naja, den macht er auch mal rein. Wenn es sein muss. Hoffe ich zumindest. Okay, Jasper Sillessen. Der mir in der ersten Partie ganz schön Probleme bereitet hat. Wenn ich mich recht daran erinnere, wobei ich schon keine Ahnung mehr habe, wie wir da gespielt haben. Nein, aha. Einmal nicht aufgepasst und zack, sagt Camero, danke. Das wollte ich eigentlich genau nicht. Aber naja, Jiří Pavlenka. Gebre Selassie, Toprak. Was war das da für ein Käse? Vorteil. Ah, hätte doch auch schon rum sein können, der Vorteil. Please, ach, come on. Friedl kommt nicht dran. Klopman muss sich eingreifen. Naja. Valencia drückt aber, das sieht man. Friedl. Fehlpass. Alvaro Soler. Nein, Scherz, das ist nicht Alvaro. Flanke kommt in die Mitte. Toprak. Klärt das erste. Diakabi. Kondogbia. Soler. Wieder Soler. Wieder Flanke rein und diesmal ist er schon wieder Toprak. Erklären kann. Möwald. Versucht jetzt mal einen Konter. Das finde ich ganz gut, dass wir das hier mal machen. Steilpass auf Martin Harnik. Gut gespielt, kein Abseits. Harnik, Flanke rein. Und jetzt steht es 1-0. Claudio Pizarro trifft und es wird ruhig. Im Estadio Mestalla. Claudio Pizarro, der mich noch in einer E-Mail vorher um den Stammplatz bei der Partie gebeten hat, macht sein Versprechen wahr. Und ihr hört die Werder-Fans. Zu 1, so rum, 22. Minute, erstes Champions League-Tor, Nummer 14, Claudio Pizarro. Wunderbar, würde ich sagen, fängt das hier an, das Spiel. Diesmal kann Sillessen rein gar nichts machen. Schon allein deswegen, weil ausgespielt. Okay. Friedl muss schon wieder eingreifen. Und hat die Kugel auch schon wieder. Wieder Harnik. Jetzt hat er aber schon wieder freie Bahn. Was macht denn Valencia hier? Löchrig wie ein Schweizer Käse. Quer gespielt. Eggestein 0-2. 27. Minute. Was geht denn hier ab? Harnik kann schon wieder völlig frei durchstecken. Und die Werder-Fans hier oben auf den oberen Rängen können zusehen, wie ihre Mannschaft hier doppelt in Führung geht. 27. Minute auch für ihn das erste Champions League-Tor, weil, glaube ich, auch erst der zweite Einsatz. Johannes Eggestein. Gedesch. Kriegt den Ball nicht mehr, einwandfrei, Einwurf Gebre Selassie für Werder, Toprak, Moisander, Plukmann, das war ein ganz mieses Abspiel von Toprak. Und wie man sieht, der Rasen ist nass, das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Das könnte aber eine Klärung sein, warum der Ball bei uns so gut läuft. Werder ist ja an der Nordsee. Wieder Pizarro, Pizarro, gehalten von Selassie, ich habe ihn schon drin gesehen. Wenn auch etwas zu früh, okay, Ecke. Werder Pfiffer gibt's natürlich, ist ja klar. Und Rodrigo für Valencia hat's unterwegs gegen Eggestein ausgespielt. Immer noch Rodrigo auf Kondogbia. Das müsste Abseits sein.
Keine Fahne, kein Pfiff, das ist nicht gut. Toprak in der Mitte. Gamero kommt zum Kopfball, wenn auch schlecht. Da kann sich natürlich der Trainer des FC Valencia schwarz ärgern. Hilft aber nichts, es war nun mal kein Treffer. Friede. Nein, 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 so wäre das nichts. Harnik, der Ball ist weg. Ja, ja. Da merkt man halt, dass er kein Linksverteidiger ist. Und nächster Schuss, Valencia. Wieder Pluckmann. Bisher ein gutes Spiel gemacht. Eine Parade hat er, glaube ich, oder zwei. Noch nicht die vor die Monsteraufgabe gestellt worden, die man eigentlich erwarten würde beim FC Valencia. Johannes Eggestein für die Außenbahn auf Harnik und jetzt da selber mal 0:3, 10 Sekunden vor der Pause. Martin Harnik, zwei Tore vorbereitet, eins selber gemacht. Ich würde sagen, das ist eine gelungene erste Halbzeit für den mittlerweile in der Realität beim Hamburg SV spielenden links außen. Eigentlich ein Mittelstürmer, heute mal auf links außen und Sillessen können schon wieder nichts machen. Viertundvierzigste, auch das erste Champions League-Tor und seine Hintermannschaft bricht jetzt langsam auseinander, habe ich so das Gefühl. Da war ja der LK Slotch beinahe noch besser im Verteidigen. So, ich habe kurz gestoppt wegen dem Fangesang. Und die Kugel ist schon wieder weg. Aber jetzt ist Pause, bevor wir in einen weiteren Konter gehen. Dann gucken wir mal, ob es Parallelspiele gibt und wenn ja, wie es denn da steht. Oh, die gibt's. Bayern gegen Athen 1-0, Olympique Lyon gegen Hoffenheim 2-1, Benfica Ajax 2-0, Pilsen Real 1-2, Moskau AS Rom 1-1. Ja, keine großen Überraschungen. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. So, dafür könnte es hier mit einer weitergehen. Harnik unterwegs Richtung dritter Assist, Fragezeichen. Flanke rein, Eggestein. Gibt's ja nicht. Gibt's ja einfach nicht. 0:4. 49. Minute. Keine Gegenwehr. Der Valencia Innenverteidiger. Keiner geht ran. Schaut euch nochmal an. Flanke von Harnik. Was machen denn die beiden da in der Mitte? Beziehungsweise der eine. Sillessen. Schon gar keine Abwehr mehr. Und der Innenverteidiger von Valencia hier hinterläuft Eggestein. Was soll das denn? Eieiei. Ja, der SVW ist wieder da. Der SVW geht diesmal furios hier nach Hause. Egal wie viele wir jetzt noch kriegen, wir gewinnen das. Ich hoffe mal, wir schießen noch ein paar. Damit Valencia mal merkt, wie schwach ihre Defensive wirklich ist. Johannes Eggestein gut durchgesetzt hier. Gegen den Verteidiger. Eggestein rüber gespielt, aber geklärt. Jetzt hat tatsächlich mal jemand aufgepasst und ich meine, das war der zurückgeeilte Zentraldefensive, der hier die Arbeit des Linksverteidigers verrichtet hat. Nächste Flanke, Ball ist weg. So, nächstes Spiel sind wir auch links eingeblendet. Wir sind zu Gast bei der Borussia aus Mönchengladbach. Wobei wir jetzt erstmal das Gastspiel hier in Valencia absolvieren dürfen und beenden sollten. Harnik, Harnik! Das gibt das fünfte. 59. Minute. Und Werder führt mit 5:0. Harnik an Sillessen vorbei. Keiner. Kondogbia könnte rangehen. Matip könnte rangehen. Piccini ist zu weit weg. Sie gehen nicht ran und Sillessen. Der müsste jetzt eigentlich kapitulieren und sagen, er hört auf, er macht nicht weiter. Das Spiel ist für ihn durch. Aber er kann ja leider nicht einfach aufhören, er muss die Scham über sich ergehen lassen. Ich weiß, es ist nur ein Computerspiel, aber in der Realität täte er ihm jetzt gehörig leid. So, Vorteil Valencia. Ball ist aber schon wieder weg, der Vorteil war gar nichts. Kevin Möwald. Immer noch Möwald. Abgegrätscht, Fragezeichen. Kein Pfiff, der bleibt nämlich aus. Unjain. Durchgesteckt auf Gedesch. Flanke in die Mitte und Werder. Pluckmann pariert, klasse. Und Werder verteidigt es einfach sensationell da hinten raus.
Nächste Flanke. Nächste Klärungsaktion der Hanseaten. Und der nächste Konterfragezeichen. Ja, der kommt über Michael Bradley auf der linken Seite diesmal. Löst mal Harnik ab. Michael Bradley. Bradley, Nummer 6. 71. Minute. Valencia geht unter. Und dann hat hier jemand Feierabend, der ganz lange gespielt hat jetzt. Claudio Pizarro geht hier runter. Wird natürlich verabschiedet aus der Werder-Kurve. Mit seinem Tor in der 22. Minute zum 1:0. Hier das entscheidende Fünkchen Auslöser hier eingebracht. Vorteil Valencia. Ball ist noch nicht weg, immer noch Valencia unterwegs. Jetzt tatsächlich auch mal Richtung Werder-Tor. Plogmann draußen, aber das gibt das Erste. Oh, abseits. Huch, wo war das denn abseits? Munjain, zeig doch mal. Jetzt zeigen sie es nicht, jetzt wird gewechselt. Ach man. Halstenberg kommt rein, was den zu Valencia verschlagen hat. Das ist ja die größte Gurkentruppe im Vergleich zu RB. Aber naja, Eggestein, Flanke in die Mitte. Bartels, jawohl. Postwendend, Nummer 7, 78. Minute. Jetzt schlägt es 13, meine Freunde. Also, wenn wir das hier noch höher machen, gut angenommen, gnadenlos abgeschlossen. Und Matip macht schon wieder nichts. Die gehören gefeuert, alle miteinander. Eggestein schon wieder unterwegs. Flanke hinüber auf Martin. Harnik kommt an, das gibt's ja wohl nicht. Flanke Harnik auf die Nummer 6 geklärt erstmal. Eggestein in die Mitte gespielt. Bradley Pfosten. Glück für Selessen. Das war eine ganz schön knappe Angelegenheit. Flanke in die Mitte. Die Nummer 6, wer ist das eigentlich? Ich weiß es gar nicht. Ist mir aber auch egal. Der hier köpft. So, Veljkovic kommt noch für De Rossi. In die Partie. Ah, das ist Kevin Möwald. Okay, auf Eggestein. Kein Abseits natürlich. Warum auch? Johannes Eggestein gefault und das ist Elfmeter. Jetzt hätte er auch Vorteil laufen lassen können, denn Elfmeter bin ich kein sicherer Schütze. Halten, ja, schießen, nein. Okay, es gibt ihn trotzdem. Ja, den habe ich aber mal sowas von verzogen. Naja gut, ehrlich gesagt, bei dem Spielstand, ich hätte auch einfach schießen können, ohne zu ziehen. Und schaut mal, wo der Ball ist. Der ist schon wieder beim SVW. Friedl versucht es hier mit dem Steilpass. Da kommt sogar was an. Wenn auch nicht ganz zu definieren, was. Noch einmal Friedl. Ball weg, Toprak klärt und dann ist Feierabend hier im Estadio Mestalla. Valencia geht unter mit 7:0. Und ich würde sagen, das ist eine gelungene Partie gewesen hier. Und in diesem Interview werde ich so hart über Valencia herziehen. Nein, aber... Oh Mann, schaut euch das mal an. 5:1 für Real, 4:1 für Olympique Lyon, 2:0 für die Bayern, das geht ja noch. Okay. Le agradecemos su atención, así como que haya aceptado contestar a estas preguntas. Gracias, de verdad. Bitteschön, sorry, ich muss jetzt einfach mal ein wenig über die Gegner herziehen. Spielerchat, okay. Okay, machen wir mal so. Und gehen mal zurück in die Zentrale.
Ich trottel aber jetzt natürlich mal überhaupt nicht auf die Uhr geguckt. Wir machen es mal noch so 10 Minuten etwa, also noch ein Spiel, denke ich. Und schaut, wir sind schon 5 Punkte hinter den Bayern. Aua, das tut weh. Ich würde sagen, wir spielen direkt ohne irgendwelche Pressekonferenzen. Gerne in Schwarz gegen Weiß und nach dieser Aufstellung müssen wir auf vielen Positionen verändern. Okay. Statt Eggestein spielt Sergeant. Statt dir hier spielt mal der hier. Und wir brauchen nochmal einen Stürmer. Darf heute mal. Nein, wer haben wir da? Halt, da unten ist doch. Füllkrug wieder perfekt. Okay, dann spielst du nochmal für Nani. Dass er sich vollständig hier. Wie sagt man? Ja, vollständig genesen kann. So, und das wollte ich eigentlich sagen. De Rossi, für ihn spielt mal Michael Bradley zuerst. Gebre Selassie kommt ganz raus. Für den spielt Bauer. Und Innenverteidiger Toprak auch erstmal auf die Ersatzbank. So, und da müssen wir natürlich noch großartig durchwechseln. Für dich hier kommt Philipp rein. Für Pizarro brauchen wir einen weiteren Stürmer. Das wäre Goller Luca Ihorst auf die Bank. Für Martin Harnik und für Ömer Toprak. Ja. Friedmann, ich glaube, der hat noch nie gespielt. Okay. Das passt soweit. Alles soweit grün. Ich weiß, es geht gegen Gladbach, aber trotzdem. Können wir ein bisschen durchtauschen. Wir haben ja gesehen, was dabei der Partie gegen Valencia passiert ist. Abwehrgold, ich sehe schon. Nein, nein. So, das kann ich gar nicht, das überspringen wir. Gegen Rassismus. Das ist gut. Im Borussia Park. Kommentatoren wären Wolfuß und Frank Buschmann, so wie immer natürlich nicht. Ich bin's und rein geht's mit Thüram am Anschlusspunkt. Erster Fehlpass und gleich der Versuch durchzustecken auf Osako, klappt aber nicht ganz. Gladbach spielt gut, besser als Valencia. Und verliert trotzdem den Ball. Und schon läuft der erste Konter über Joshua Sargent auf Yuya Osako. Osako gegen 2 und Osako verzieht mal gehörig gegen Zippel. Warum auch immer der Ersatztorwart auf der Linie steht. Vielleicht ist Jan Sommer ja derzeit verletzt. Ich weiß es nicht. Oder haben sie ihn verkauft? Ich könnte mal einen Transfer nachgucken. Leiner auf David Abraham. Ex-Leipzig auf Ex-Frankfurter. So, und der Ball ist weg. Und er geht auf die Reise zu Davy Klaassen. Der schickt hier, bevor er im Abseits steht, noch Niklas Füllkrug. Nimmt er mit. 4 gegen 3. Überzahlsituation, Niklas. Füllkrug, Flanke rüber und Osako darf einköpfen. 0:1, Werder führt. Und Osako sagt Dankeschön. 15. Spielminute. Wir schauen uns die Wiederholung noch einmal an. Füllkrug über die linke Seite hat freie Bahn natürlich. 3 gegen 0, kann man eigentlich sagen. Und dann Osako, keine Chance für Sippel. 10. Saisontor für Yuya Osako. Thüram für Gladbach auf Lassell, Mirantschuk, Plea, wieder Mirantschuk. Ja, und dann ist es groß, aber das gibt leider auch Freistoß. Okay, die Taste ist die richtige und das ist ein Freistoß à la Mönchengladbach. Nicht sehr erfolgsgekrönt, würde ich jetzt mal frech behaupten. Und der Steilpass, ja, der könnte das vielleicht werden, erfolgsgekrönt. Mal schauen.
ich habe doch den Satz gar nicht zu Ende geredet, ist der Wald schon wieder weg. Okay. Doch nicht, schade. Alexei Mirantschuk. Und was geht das? Doch nicht Elfmeter. Das war faul, ja, das muss doch Geld geben, aber war das? Nein, das war nicht. Okay. Player gegen Blockmann. Am Ende war es dann doch Hofmann, der den Ball da neben dem Pfosten setzt. Und Blockmann damit keinerlei Probleme bereitet. Schade. Blockmann, was macht er denn hier? Eieieiei. Erstmal weg mit dem Ding. Füllkrug auf Osako. Schöner Steilpass. Wunderbar gespielt. Julia Osako diesmal alleine und er sitzt einwandfrei. Julia Osako, 11. Saisontor, die Zahl habe ich mir gemerkt. 0:2 für Werder. Und das war mal gnadenlos für Sippel, der schon wieder keine Abwehrmöglichkeit hat. Hier nochmal schön zu sehen und dann ab in Richtung Kreuzeck. Nicht ganz getroffen, aber Tor ist Tor. Das ist mir dann egal. Natürlich keine Chance hier für Sippel ranzukommen. 28. Minute, das zweite. Für Julia und Werder heute. In dieser Partie. Zakaria. Mirantschuk lernt. Hey, faulen, okay. Das kann Werder aber auch. Ja, und wir kriegen natürlich gleich den Pfiff. Sehr klar. Okay, nächster Freistoß. Alassane Plea, der wird doch nicht. Doch, der wird. Ist der des Wahnsinns? Das segelt doch aus der Entfernung niemals rein. Leiner. Stefan Leiner. Abgeblockt, Blockmann. Das ist natürlich ein Foul, das muss Geld geben. Für Kramer. Hier gegen Blockmann so einzusteigen. Völlig sinnloserweise. Das gibt's auch. Einen frei. Völlig unnötig, dass er hier Blockmann anrempelt. Und das war ein gewagtes Zuspiel von Bauer. Und das war ein schöner Standpass aus Sargent. So einfach sieht die Sache aus. Sargent, Flanke rüber, Füllkrug. Kommt nicht zum Abschluss, dafür könnte es aber eine Ecke geben. Die gibt es jetzt auch. Jawohl. Och, jetzt habe ich die Statistik weggedrückt. Okay. Nächste Ecke und Veljkovic segelt. Lässt den Ball wegsegeln. So, Gladbach, Alassane Player. Nicht viel los, ja, das würde ich auch sagen. Kein einziger Torschuss. Für ihn bisher im laufenden Spiel. Könnte sich ja noch ändern, ich hoffe es aber mal nicht. Abgegrätscht, hilft aber nichts. Jetzt habe ich den falschen zum Grätschen genommen, ich Dumpfbacke. Gladbach kombiniert sich hier durch, aber das hätte doch abseits sein müssen. Ach, come on, spiel doch einen Ball. Ah, also ich meine, dass ich das Ball gespielt habe, sondern er soll doch den Ball spielen. Die Kratze, wozu brauchen wir denn da eine Mauer? Das ist ja mal völlig sinnlos. Wer probiert es denn aus dem Winkel? David Klaassen kontert gleich selber fröhlich mit. So, und jetzt ist Pause. Bisschen Zeit, um die Gemüter wieder runter zu kühlen. Wunderbar. Okay. So, die Wiederholung brauchen wir jetzt aber nicht. Würde ich behaupten. Bla bla bla. Das Spiel interessiert mich gerade auch überhaupt nicht. Und wir gehen direkt weiter in die zweite Hälfte. Julia Osako. Und das geht schon mal gut los. Über links, über Niklas. Füllkrug, ex-Nürnberg, ex-Hannover. Der tingelt sich so hier fröhlich durch die deutsche Fußballlandschaft.